Hallo, servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin bei Radio Arabella. Wieso, weshalb, warum? In diesem Video. Ich bin nicht bei Radio Arabella und nehme meine Lifestyle-Kolumne auf. Ab sofort, also ab Mai, gibt es jeden ersten Freitag im Monat meine Lifestyle-Tipps für die Hörer von Radio Arabella und natürlich auch für dich online. Also ab ins Studio, folgt mir. Heute bei uns zu Gast Markus Mensch, unser Lifestyle-Blogger. Wir zeichnen heute unsere erste Lifestyle-Kolumne für Radio Arabella auf. Ich freue mich sehr, Markus. Ich mich auch. Und du hast einen schönen Tipp für uns mitgebracht, die Jens Garage. Was ist das denn? Das ist das Nagelstudio und Pediküre-Studio, ausschließlich für Männer. Mhm. Also sowas... Ja, das ist immer noch mit vorne im Magen. Und dann bist du oben auf dem Plateau und hast diesen herrlichen Ausblick über diese ganze Berglandschaft. Und im Sommer ist das schön, es ist auch etwas kühler. Somit macht Wandern gleich noch mehr Spaß. Also, ich bin ja nicht so der Sportliche und mir hat die Wanderung richtig Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, wenn ich das Revue passieren lasse, verstehe ich jetzt auch die Kaiserin, warum sie das zu Fuß gegangen ist. Ich habe auch wieder eine Kolumne auf radioarabella.de veröffentlicht. Dort findet ihr auch ein Video. Einfach mal reinklicken und ein bisschen durchs Schlüsselloch gucken. Super. Vielen Dank, Markus. Sehr gerne. So, meine Lifestyle-Kolumne hier in Radio Arabella ist jetzt aufgenommen worden. Ihr dürft euch schon mal freuen, denn ab Mai bekommt ihr sie auf Radio Arabella zu hören. Und natürlich, wenn ihr nicht aus München seid, online auf radioarabella.de. Aber wie immer, später in der Insta-Stories. So, meine Aufnahme ist im Kasten und ich hoffe, der Ausflug zu Radio Arabella hat euch gefallen. Und natürlich auch das Video. Deswegen Daumen hoch, noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren, ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben habt ihr ein Video, was euch gefallen könnte. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.